So wie die Gedanken Ursache sind für ihren Fluss, so entwickelt sich Malerei aus Malerei und mit etwas Glück ist das ein unabschließbarer Prozess. Im Moment überwuchert die Kapuzinerkresse den Rosmarin. Hier wächst im Mai die Schwertlilie, die ich jedes Jahr als Motiv nehme zum Zeichnen. Und ich brauche auch den Saft, entweder der gelben oder auch der blauen Iris. Das ist jetzt zum Beispiel der italienische Schwarzkohl. Das brauchen wir für die mediterrane Minestrone. Spargelgrün, das sind alles keine Mengen, sondern einfach Geschmacksproben, um mal unverfälschte Qualität schmecken zu können. Und dann ist der Garten natürlich auch ein Reservoir von Beobachtungsmaterial. Der Sovaran hat mich immer schon interessiert. Der Stoff
ist ja eigentlich der Stoff seiner Malerei. Das Gewand des heiligen Franziskus ist ja im mehrfachen Sinn historisch. Es ist einmal das Habit des heiligen Franz aus dem Mittelalter, dann ist es gemalt im 17. Jahrhundert, spanische Gegenreformation, ein Stück Lumpen, nobilitiert durch die Malerei, und ich habe es dann nochmal hereingeholt in einen zeitgenössischen Kontext. Ich habe hier ein Caravaggio-Porträt einfach abgebrochen, fragmentiert. Man muss als Maler ja wieder raus aus den Traditionen, man muss aus den Traditionen rauskommen und zugleich Maß nehmen an ihnen. Also deshalb muss man sie kennen. Und die große Malerei lernt man am besten in den alten Sammlungen kennen. Ich gehe da aber hin, nicht um ein Bildungserlebnis zu suchen, sondern ja, um immer wieder zu staunen. Und wenn ich auch hier wieder mit Eitempera male, dann entscheide ich mich ja gegen eine strenge Kopie. Also die Farbe ist stumpf, beim Malen trocknet sie schnell auf, und ich arbeite auch ganz bewusst mit sehr einfachen Pinseln und nicht mit geschmeidiger Ölfarbe und teurem Rinza-Pinseln. Das heißt, obwohl ich da ja eine Werktreue anstrebe, vereitle ich einen leichten Erfolg, mache es mir schwer, ich muss dann kämpfen und erhalte dann auch ein anderes Ergebnis als eine perfekte Replik. Denn ich mache das ja auch nicht, um jetzt alte Meister zu reproduzieren, sondern um zu versuchen, eben auf deren Niveau zu arbeiten, um zu lernen und ja, zu vergleichen. Und ich habe mich ja auch auf der Universität mit der alten Malerei beschäftigt, theoretisch, aber eben durch diese Praxis, und dazu kommen noch einige Restaurierungsaufträge, profitiere ich ja auch in meiner eigenen Malerei davon. Ich kann ja jetzt historisch informiert malen. Und ja, vielleicht ist das eine Art von Kultiviertheit, die man dann auch wieder loswerden muss und durchbrechen muss. Die Gesichter fallen mir ein. Ich mache eigentlich keine Porträts, denn ich habe gar keine Modelle. Also ich würde eher von Köpfen sprechen oder von Gesichtern. Und da bleibt natürlich die Frage, wo kommen die her? Nicht von draußen, aus der Welt und auch schon gar nicht von Fotografien. Also irgendwie doch erinnert und vorgestellt und aus der Malerei entwickelt. Also ich beginne damit sehr unscharfen Vorstellungen, und das sind immer die produktivsten. In der Kunst geht es ja immer um die Frage, wie vermag es die Arbeit, etwas aus einem herauszuholen, was vorher nicht da war. Also nicht Vorstellungen fixieren, die schon da sind, sondern welchen auf die Spur kommen, die noch nicht existieren. Thank you.
gibt eine Reihe von Bildern, in denen es sehr langsam vorangeht in der Arbeit, und ich hoffe auch auf die Verlangsamung des Blicks beim Betrachter. Also ich mag diese Verzögerungen und Erschwernisse, diese retardierenden Momente und Verwicklungen, überhaupt Wirkungen, die nicht massiv sind, sondern ja eher exklusiv. Ich würde für mich davon Slow Art sprechen. Die Kunst lehrt das Verweilen. Nur bleibt die Produktivität natürlich ein wenig auf der Strecke, aber mir tritt auch kein Galerist auf die Füße. Es gibt halt weniger Bilder. Aber da muss die Bilderflut ja nicht erweitert werden. Man muss die Bilder befragen und in der Höhe und Tiefe ausloten. Also wir brauchen nicht mehr Kunst, sondern wenig, dafür aber sehr gute Kunst. Die Erweiterung des Kunstbegriffs wurde eher quantitativ verstanden oder ausgelegt. Kafka hat einmal gesagt, je mehr sich eine Bewegung ausbreitet, desto trüber wird das Wasser. Dem kommerziellen Mainstream ist die Qualität des Wassers recht gleichgültig und Hauptsache, der Strom fließt. Die Berg- und Wasserfallbilder sind alle in einem gehörigen zeitlichen und räumlichen Abstand zu den sommerlichen Berggängen im Atelier entstanden. Ich kann mich da auf Erinnerungen, auf Vorstellungen stützen, die durch jahrelanges Zeichnen im Berg aufgebaut wurden. Und manchmal nehme ich dann unterstützend auch noch Zeichnungen dazu, aber eben keine Fotos. Die Fotos klammern sich an real existierende Räume. Da freut es mich dann eher, wenn jemand fragt, ob es diese Berge wirklich gäbe. Nein, die sind in der Realität nicht auffindbar, sie sind erfunden. Dennoch male ich ja die Landschaft so, als ob es sie geben könnte. Das, was zum Beispiel Komposition ist, muss aber auch geologisch wahr sein können. Also da steht die Naturwahrheit einerseits, der Erfindung eines mentalen Raumes, einer mentalen Kunstlandschaft entgegen. Die Berge wirken dann wie aus der Ferne gesehen, und möglicherweise ist ja das Fernweh der eigentliche Grund. Natürlich ist das schwierig mit dem Gebirge. Es gibt einfach zu viele Bilder dazu, die das Thema ausgehöhlt
haben und einen touristischen Blickwinkel einnehmen. Die Frage, ob ein heute lebender Künstler noch ernsthaft Berge malen kann, ja, oder beispielsweise auch Blumen, das möchte ich mit Bildern positiv beantworten. Ja. Man muss sich der Natur aussetzen, um sich von der Natur etwas sagen zu lassen. Also beobachten, nicht der Künstler ist der Sprechende, sondern der, der zuhören kann, der zusehen kann. Und das ist eben die rezeptive Seite des Künstlers. Der Künstler ist ja nicht nur der, der sich mitteilt, sondern der, der etwas empfängt. Ich würde das oder da von einer Passivitätskompetenz sprechen, das Privileg, der Muße zu nutzen für eine Aufmerksamkeit des Wahrnehmens nach innen und nach außen. Also beobachten und langes Schauen, um etwas in Erfahrung zu bringen. Und schließlich seine Beobachtungen beschreiben, aufzeichnen, eben zeichnen. Und ja, aus den Beobachtungen wachsen dann die Vorstellungen. Damit aus Erfahrungen wieder Erfindungen werden können, und um aus der Welt überhaupt neue Bilder zu gewinnen, muss man zuvor etwas in die eigene Erfahrung gebracht haben. Und das geschieht eben beim Zeichnen. Manchmal denke ich, man müsste den zum Verschwinden gebrachten Zeichenlehrer wieder neu erfinden, als Ergänzung. Ich habe ja an der Verwissenschaftlichung des Kunstunterrichts ein wenig mitgearbeitet und jetzt, wo ich das nicht mehr betreibe, möchte ich sagen, gerade also im digitalen Zeitalter, das Zeichnen, Zeichnen, Lernen gehört wieder nach vorne. Und Zeichnen ist ja keine schwer erlernbare Technik, sondern es ist ein Arbeiten an der Vorstellungskraft, Vorstellungsbildung, also Bildung. Pisa hat sich ja nicht für Beobachtungsgabe und Vorstellungsfähigkeit interessiert, das ist alles nicht messbar, gehört aber zu den Human Conditions. Auch an den Kunstakademien gab es früher viel mehr Zeichnungen auf den Rundgängen, den Jahresausstellungen zu sehen. Ich habe mir das immer mit einem großen Vergnügen angeschaut. Das waren ehrliche Studienarbeiten und keine Avancen den Galerien gegenüber. Ich stelle gern meine Farben selber her. Für ein Grau nehme ich schon mal eine eigene Holzasche
Und ich zeige einmal, wie das ausschaut. Dazu nehme ich ein Ei. Für uns riecht es schon etwas faulig. Ich habe einige Bergbilder übrigens ganz mit Gesteinsmehl gemalt und mit Ei. Man kann das praktisch essen, aber das macht niemand. Und das sieht auch keiner. Aber mir ist es nicht egal. Es ist etwas Unsichtbares im Sichtbaren. Hier habe ich ein chemisches Alizarinrot. Daneben schütte ich jetzt etwas gemahlenen Bergzinnober. Er kommt aus Mittelitalien und hat mich einiges gekostet. Ich habe ihn natürlich nicht selbst gewonnen. Damit hat man früher das kostbare Rot angelegt. Es ist neben dem Alizarin aber sehr wenig farbstark, es passt eigentlich in unsere Zeit. Es ist laut und deutlich, aber ich verzichte auch nicht darauf. Hier ist Fischsilber, hergestellt aus Fischschuppen. Damit habe ich einmal einen ganzen Fisch gemalt. Auch Drachenblut habe ich verwendet. Für die Verwundung eines gemalten Drachen, ein historischer Farbstoff. Aber gut, Ziegellack hätte es auch getan. Leinwände benutze ich kaum noch, sie sind zu sperrig, ich kann die schlecht lagern. Bei Kleinformaten fällt einem natürlich mehr in die Hände. Hier habe ich auf Toilettenpapier gemalt, mit Bienenwachs, ein Entgraustick. Rechts sieht man eine getrocknete Pilzhaut, sie wirkt sehr ledern. Ich habe die schließlich montiert auf Nessel. Dieser Engel, auch aus den 90er Jahren, angeregt durch ein Skizzenbuch des Barock, ist auf Schmirgelpapier gemalt. Ich habe es in einer Ikonenwerkstatt gefunden und der weiße Abrieb entstammt den Bearbeitungen der heiligen Bilder. Und dieser flauschige, saugende Malgrund war einmal ein Waschlappen, ein Wegwerfprodukt. Ein Frühstücksbrett. Und die Rückseiten machen mir auch oft Spaß. Thank you.
unter diesem Bild steckt ein anderes, möglicherweise noch eins. Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe das mit Porzellanerde übermalt. Wir haben einen Malerfreund in Oberbayern, in den Bergen, den wir jedes Jahr besuchen. Es gibt da einen Wirtsgarten, mittlerweile verschlossen, und der Wirt öffnet ihn jedes Jahr, wenn wir kommen, und dann essen, trinken und diskutieren wir da einen Tag lang, vielleicht noch einen, und der Freund macht jedes Jahr eine Zeichnung von meiner Frau und ich zeichne wiederum die beiden oder porträtiere den Maler. Seit 40 Jahren mit einigen Lücken ist das jährliche gegenseitige Zeichnen zum Ritual geworden. Und hier sieht man jetzt eine Auswahl von einigen meiner Zeichnungen vom Freund, die erste von 1996. Die anderen stammen aus den letzten Jahren und zeigen ihn im Alter. Und das ist das Unwiederbringliche dieser Reihe. Künstler und Modell werden Jahr um Jahr älter. Und eine Zeitreise. Die Bilder würden wir nicht aus der Hand geben. Es ist ein Beispiel für Bilder, die nicht galeriekonform sind. Jedes Jahr eine Linie. Der Pfad wird steiniger und zieht in der felsigen Talsohle bachaufwärts. Er führt an einem von Wanderern meist unbemerkten Einstieg vorbei in eine enge Schlucht, die sich bald in einem steil aufragenden Halbrund weitet und nicht mehr passierbar ist. Inmitten der schroffen Felswand, die den Talschluss bildet, fällt in einer geraden Linie der schmale Bach hinab. Die Natur hat der architektonischen Anlage des Ortes als Hortus conclusus nachgeholfen und mittels einer Lawine einen glattgeschliffenen Baumstamm als Sitzplatz in das Zentrum des umgebenden Raumes aufgestellt. Als ich vor fast 20 Jahren diese Naturbank, die allmählich vom Schotter des Bachbettes begraben wird, besetzte, entschloss ich mich, dorthin zurückzukehren. Seitdem komme ich jährlich im Sommer vorbei, nehme Platz, verweile, mache eine Zeichnung und verschwinde wieder. Mittlerweile ist der Weg, der heraufführt, beschwerlicher geworden und ich hoffe, dass die Zeichnungen nicht im Gegenzug leichtfüßiger daherkommen. Ich werde wieder hinaufgehen, denn heraklitisch gesprochen steigt niemand zweimal in denselben Fluss. Abenteurer machen andere Reisen und steigen ohnehin jeweils neue Flüsse. Als Rückkehrer werde ich kein Neuland entdecken,
Dennoch nähere ich mich meinem vertrauten Ziel mit Ungeduld. Eine Situation des Wiedersehens muss nicht mit blasseren Eindrücken rechnen. Ich begegne zwar keiner neuen Landschaft, aber der Landschaft von Neuem. Die großen, abgeschiedenen Räume schaffen ein gutes Klima für Gedanken. Auch für Zeichnungen. Sie neigen ja ohnehin nicht dazu, lautstark aufzutreten. Vielleicht gelingt es ihnen ja, die Stille wiederherzustellen, die der Abgeschiedenheit eigen ist.